Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Beitrags für die solidarischen Schulungen der IBIT GmbH. Herzlich willkommen zum Webinar Ausschreibungen von privaten Sicherheitsdienstleistungen, Tipps und Tricks. Sollten Sie das zweite Video, das ich gedreht habe im Rahmen dieser Reihe, nämlich zu Rechtsgrundlagen privater Sicherheitsdienstleister, Verpflichtungen, Qualitätsmanagement, Anforderungen, noch nicht gesehen haben und sollten Sie auch so bisher noch nicht viel in Kontakt getreten sein mit privaten Sicherheitsdienstleistungen und den rechtlichen Grundlagen dazu, dann würde ich Ihnen an dieser Stelle empfehlen, schauen Sie sich zunächst das zweite Video an, um dann hier zurückzukommen. Zu meiner Person, ich mache es an dieser Stelle tatsächlich noch mal ganz kurz. Einfach der Vollständigkeit halber, mein Name ist Florian Horn, ich bin Sicherheitsberater für organisatorische, personelle und technische Sicherheit, zertifizierter Gutachter, Autor, Blogger etc. Alles hier nachzulesen, aber wir wollen ja über Inhalte sprechen und nicht über meine Person. Vorneweg ein kleiner Warnhinweis an dieser Stelle. Wenn Sie jetzt erwarten, dass Sie jetzt hier eine Rechtsschulung erhalten, wo es auch darum geht, um Themen wie Ausschreibungshürden, Ausschreibungsgrößen, Volumina, national-europäische Ausschreibung etc., dann muss ich Sie leider an dieser Stelle schon einmal enttäuschen. Was ich Ihnen hier gerne mitgeben möchte, sind Denkanstöße und Hinweise, worauf immer natürlich in Abhängigkeit des dann tatsächlich existierenden rechtlichen Rahmens, Ihrer Anforderungen und Ihrer Bedürfnisse, Sie aber vielleicht mitnehmen können ein Stückchen für eine praktische Anwendung. Ich möchte dieses Webinar tatsächlich mal mit einer Frage starten. Nehmen wir uns eigentlich die Zeit? Es ist immer relativ schwierig, wenn man nicht von einer bestimmten Zielgruppe spricht, jetzt hier alle in einen Topf zu werfen oder eben nicht alle in einen Topf zu werfen, sondern über Durchschnitte zu sprechen. Sehen Sie es mir ein bisschen nach, wenn ich mir hier Beispiele tatsächlich raussuche, wo es tatsächlich um, ich sag mal, Negativbeispiele bzw. negative Erfahrungen sind, die ich in diesem Zusammenhang getroffen habe. Warum stelle ich diese Frage? Ich habe mir Ende letzten Jahres einen neuen Fernseher kaufen wollen und habe mich tatsächlich wochenlang damit beschäftigt, übrigens genauso wie ein paar Monate zuvor für ein neues Mobiltelefon, habe mich damit beschäftigt, wo kriege ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, welche Vor- und Nachteile haben bestimmte Systeme, welche technischen Hintergründe sind da, habe mich also reingefuchst, Analysen, Megapixel, Auflösung, 4K, was ist in der Zeit 8K oder doch vielleicht, was ist Full HD etc. Und ich bin kein Technikexperte. Das heißt, ich habe aufgrund meiner intrinsischen Motivation mich hingesetzt und mir versucht, ein gewisses Wissen anzueignen für ein Themenfeld, was ich persönlich selber mir so nicht erschlossen habe zuvor und was ich mir erschließen musste. Da reden wir über einen Fernseher, da reden wir vielleicht über ein paar hundert Euro, da reden wir aber in den seltensten Fällen darüber, dass das wirklich einen Impact, eine Auswirkung darauf hat. Wenn ich mir aber manchmal den Dienstleistungseinkauf so ansehe und diejenigen, die das zweite Video gesehen haben, wissen, wie sehr ich auf diese Definition Bewachungsgewerbe poche, weil das eine unglaubliche Bedeutung hat, nämlich dass wir über den gewerbsmäßigen Schutz von Leben und Eigentum fremder Personen sprechen, dann frage ich mich tatsächlich oftmals, wenn ich mir so Ausschreibungen anschaue, nehmen wir uns die Zeit dafür? Nehmen sich die Verantwortlichen die Zeit dafür? Wirtschaftlich wird oftmals verstanden als billigstes Angebot. Wenn man sich das aber ein bisschen betriebswirtschaftlich anschaut, dann bedeutet Wirtschaftlichkeit im Wesentlichen,
eher mit den gegebenen Mitteln den größtmöglichen Erfolg zu erwirtschaften. Das heißt, natürlich spielt die Preiskomponente eine Rolle. Aber es bedeutet eigentlich für den bestmöglichsten Input, den größtmöglichsten Output zu erhalten. Das heißt, Wirtschaftlichkeit wird ganz oft falsch verstanden als billigstes Angebot. Vergleichen wir eigentlich, so wie mein Beispiel aus meinem privaten Bereich, vergleichen wir eigentlich Vor- und Nachteile? Wissen wir eigentlich, was wir wollen? Und zählt eigentlich das Argument, dass wir in den seltensten Fällen Sicherheitsexperten sind? Wenn ich so eine hohe Motivation aufbringen kann für einen Fernseher, muss ich dann nicht eigentlich auch, wenn ich über den gewerbsmäßigen Schutz von Leben und Eigentum fremder Personen, mir anvertrauter Personen möglicherweise im Veranstaltungsbereich, muss ich dann nicht auch mir dieselbe Zeit nehmen und in die gleiche Detailtiefe gehen, wie wenn ich mir einen Fernseher kaufe? Und das wollen wir heute ein bisschen besprechen in den kommenden Minuten. Wir möchten ein bisschen über die Sicht des Auftraggebers sprechen. Wir möchten darüber sprechen, was bedeuten objektive Anforderungen, wie definiere ich die. Ich gliedere das immer ganz gerne in Basisanforderungen, erweiterte Anforderungen und vertragliche Anforderungen. Was bedeuten eigentlich Branchenkenntnisse? Warum benötige ich als Auftraggeber Branchenkenntnisse? Und was bedeutet eigentlich Recherche zu Unternehmen? Starten wir mit Ihnen möglicherweise, mit dem Auftraggeber und der Erstellung von Ausschreibungen. Und ich starte dieses Kapitel gleich mit der nächsten Frage. Wissen wir eigentlich, was wir wollen? Und können wir eigentlich beschreiben, was wir wollen? Wenn Sie in den Supermarkt gehen und einen Verkäufer ansprechen und sagen, Entschuldigung, wo finde ich hier Mehl, wo finde ich hier Zucker, dann bedarf es in der Kommunikation zwischen Ihnen und dem Verkäufer keine großen Erklärungen. Da gibt es vielleicht da nochmal Unterschiede, suchen Sie weißen Zucker, suchen Sie Rohrzucker, suchen Sie braunen Zucker, aber von den Basisanforderungen wissen Sie genauso wie der Verkäufer, was Sie suchen und wie Ihnen geholfen werden kann. Das gleiche auch als drittes Beispiel hier genannt. Sie gehen in ein Schuhgeschäft und sagen, ja, ich suche einen sportlichen Schuh für mich Größe 40. Da gibt es Parameter, die definiert sind, die von allen genutzt werden. Da geht es vielleicht nachher nur noch darum, welche Farbe soll er haben. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten einen sportlichen Schuh, wird Ihnen der Verkäufer keinen Wanderstiefel zur Verfügung stellen oder anbieten, sondern die Entscheidung ist eingegrenzt. Wenn wir aber jetzt in die Ausschreibung rübergehen und Sie sagen, Sie hätten gerne einen Sicherheitsmitarbeiter, dann sprechen wir in den seltensten Fällen über dasselbe. Wenn wir uns dann nur in die DIN 77200 in der aktuellen Version mal hineinschauen, also die Qualitätsnorm für private Sicherheitsdienstleister, dann ist es gegenüber den Vorgängerversionen der DIN deutlich reduziert worden, eigentlich auf drei Gruppierungen: stationärer Sicherheitsdienst, mobiler Sicherheitsdienst und Veranstaltungsdienst. Darunter finden sich bestimmte Klassifizierungen, die dann nochmal das unterscheiden sollen, wofür es einheitliche Definitionen gibt, aber vom Prinzip her ist es das, was es ist. Spezifische Dienstleistungen, die dann auch nochmal in dieser Norm definiert werden, finden Sie hier unten. Das ist im öffentlichen Personenverkehr Asylbewerberheime oder Asylbewerbereinrichtungen und nochmal die Veranstaltungsdienste. Aber selbst wenn Sie diese klassische und aus meiner Sicht sehr einfache Definition nehmen, dann scheitern Sie wahrscheinlich am Ende sowieso. Warum ist das so? Auch die Sicherheitswirtschaft, das private Sicherheitsgewerbe unterliegt Tarifverträgen.
Man hat es nicht geschafft, in den vergangenen Jahrzehnten diese Tarifverträge bundeseinheitlich zu harmonisieren. Wir haben 70 Tarifverträge mit 500 Lohngruppen. Das heißt, sie finden nicht nur in einer Allgemeindefinition, sondern sie finden spezifisch auf einer regionalen Ebene, das in den meisten Fällen das Bundesland ist, nochmal Definitionen und konkretere Beschreibungen von den Tätigkeiten. Und das spiegelt sich auch hier tatsächlich wieder. Ich habe es mal überschrieben mit der Thematik, Wachmann ist nicht Wachmann, sondern es ist die Frage, wofür suchen Sie? In welchem Bereich suchen Sie? Für welche Tätigkeit suchen Sie? Und können Sie das, was Sie wollen, eigentlich beschreiben? Und dann haben wir noch gar nicht über ergänzende Dienstleistungen gesprochen, wo es darum geht, Alarmaufschaltungen, Spezifika, die wir vielleicht in dem Bereich noch gar nicht uns genauer angeguckt haben, weil ein Sicherheitsmitarbeiter in einem klassischen Objekt- und Werkschutz ist kein Sicherheitsmitarbeiter im Luftsicherheitsbereich. Und auch Werkfeuerwehren werden zur Verfügung gestellt, Alarmaufschaltung, Notruf- und Serviceleitstellen. Das heißt, einfach Ihnen diese Botschaft mitzugeben, das heißt, hinter jeder Lohngruppe, die wir hier finden, finden wir eine Tätigkeit, die in irgendeiner Form zu definieren ist. Das heißt, Sie werden selten zu dem Ergebnis kommen, wenn Sie sagen, Sie möchten einen Sicherheitsmitarbeiter, Sie möchten ein Kilogramm Mehl. Da sind wir in diesem Bereich, und da kommen wir auch wieder auf die Thematik, nehmen wir uns eigentlich die Zeit, sind wir viel, viel spezifischer unterwegs. Was für Sie auch bedeutet, wenn Sie etwas ausschreiben wollen, dann müssen Sie in die Spezifika gehen. Und wie gehen Sie in diese Spezifika? In diese Spezifika gehen Sie, indem Sie erstmal Ihren Bereich kennen, Ihr Unternehmen, Ihre Verantwortung für das, was Sie ausschreiben. Ich habe Ihnen das hier mal ganz grob dargestellt, worauf ich eigentlich hinaus möchte in der letzten Ausschreibung, die ich betreut habe. Und da war ich in einem Unternehmen tätig gewesen, was auch ganz unterschiedlich gesplittet war. Wir hatten klassische Bürostandorte gehabt, wo aber auch selbst sich die Bürostandorte in der Dienstleistung unterschieden haben. An einigen Standorten haben wir einen Separatwachdienst benötigt. Das heißt, klassischer Objektschutz. Da sitzt ein Mitarbeiter, ein Sicherheitsmitarbeiter von Montag bis Freitag, Montag bis Sonntag, 24 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden, je nachdem. Aber Bürostandort war auch nicht Bürostandort gewesen, weil an einigen Bürostandorten vielleicht keine besonderen Werte hinterlegt waren, sodass es ausschließlich reichte, wenn dort ein Revierdienst unterwegs war, der in regelmäßigen Abständen unplanbar diese Standorte nachts angefahren ist, um andere Straftaten als vielleicht an den Bürostandorten, die eine 24-7-Betreuung benötigten, zu verhindern. Sei es Einbruch, sei es Sachbeschädigung, sei es Vandalismus. Wir hatten in diesem Unternehmen aber auch eine Einzelhandelssparte, klassisch Stores in ganz Deutschland verteilt. Und diese Stores hatten auch unterschiedliche Anforderungen auf Basis eines Sicherheitskonzeptes. Die einen haben nur einen Doorman benötigt, der an der Tür stand, wenn die Warensicherung ausgelöst hat, den Kunden angesprochen hat, unterstützt hat, geholfen hat, ein bisschen den Verkehrsfluss geleitet hatte. In anderen Stores hatten wir extrem hohe Diebstahlraten, dass wir praktisch mit dieser Tätigkeit nicht mehr auskamen und Ladendetektive beschäftigen mussten. Auch wieder eine ganz andere Tätigkeit. Und nur in dieser ganz, ganz groben Darstellung, wir hatten Veranstaltungen, wir hatten auch andere Themen gehabt, aber Sie merken, wenn Sie Ihren Bereich kennen, dann kommen Sie zum Ergebnis, dass den Sicherheitsmitarbeiter, den Sie an dem Bürostandort A brauchen, Ihnen vielleicht gar nicht ausreicht in der Definition im Bürostandort B und schon gar nicht im Einzelhandel, weil Sie dort andere Erwartungen, andere Qualifikationen benötigen. Und das gilt für alle Bereiche, das gilt für alle Positionen, das gilt für alle Dienstleistungen, das gilt für alle Kunden, auch für Sie im Veranstaltungsbereich. Und die klassische Frage, die Sie sich im Rahmen von Ausschreibungen spezifisch auch für diese Tätigkeiten mit sich beschäftigen müssen, ist die Frage nach Rahmen oder Einzelverträgen. Natürlich hat es einen ungemeinen Vorteil, wenn Sie
praktisch ihren Ausschreibungsbereich definieren können, clustern können, ihr Unternehmen, ihre Tätigkeit clustern können und diese Clusterung Rahmenverträge vereinbaren können mit einem Sicherheitsdienstleister. Das kann aber genauso gut auch sein, dass sie vielleicht regionale Kompetenz benötigen, ein regionales Netzwerk, sodass es Sinn macht, wenn sie in anderen Bereichen unterwegs sind, dass sie dort auf Einzelverträge mit Local Heroes eingehen. Das hat alles Vor- und Nachteile. Das wäre ein Thema wieder, ein Themenkomplex für sich selber, worüber wir hier sprechen könnten und ein Webinar füllen. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen heute Denkanstöße geben. Und ein Denkanstoß kann auch sein, wie schnell brauchen Sie die Dienstleistung? Wer soll sie durchführen? Wie soll sie durchgeführt werden? Habe ich die Zeit, mir Local Heroes zu suchen? Oder möchte ich mit dem großen Dienstleister einen Rahmenvertrag abschließen, sodass es für mich völlig egal ist, ob ich heute in Köln aktiv bin, morgen in München, übermorgen in Berlin. Der hat überall eine Dependance und kann mir sofort eine Dienstleistung zur Verfügung stellen. Alles Überlegungen und Themen, über die Sie sich Gedanken machen müssen. Und ich habe es mit einfließen lassen. Eine Tätigkeit, die im Bereich Objektschutz, klassischer Objektschutz verlangt wird, braucht vielleicht eine andere Ausbildung und Qualifikation. Ich habe Ihnen diese Grafik hier nochmal dargestellt. Sie finden sie auch ein bisschen intensiver erläutert in meinem zweiten Video. Aber ich brauche vielleicht andere Qualifikationen. Brauche ich eine Ausbildung oder reicht das wie beispielsweise der Entgelttarifvertrag im Bewachungsgewerbe für Berlin und Brandenburg, den klassische Unterrichtung 34a als Hilfsarbeiter definiert? Brauche ich spezifische Erfahrungen und Kenntnisse? Ich komme nochmal auf die letzte Ausschreibung zurück, um einfach an diesem Beispiel zu bleiben, auch aus Sicht, dass ich mich als Auftraggeber bei Ihnen einfühlen kann. Auch aus Sicht dieser Tätigkeit, Sie haben bestimmte Bereiche, die können Sie nicht definieren, weil es dafür keine allgemeingültige Definition gibt. Beispiel Ladendetektiv. Da kommen Sie nur ran an einen bestimmten Punkt und können den Rest oder müssen möglicherweise den Rest über Erfahrung geben. Und wir haben es beispielsweise damals so gemacht, dass wir gesagt haben, wir brauchen Nachweise darüber, dass der Mitarbeiter, der bei uns in dieser Tätigkeit als Ladendetektiv zum Einsatz kommen soll, bereits woanders als Ladendetektiv im Einsatz war. X Jahre Nachweis. Und das ist natürlich, auf der einen Seite ist das easy going. Sie übertragen das Problem, Ihr Problem als Auftraggeber, weil Sie etwas nicht definieren können, auf einen anderen Kunden des entsprechenden Sicherheitsdienstleisters. Weil Sie einfach sagen, okay, wenn dieser Mitarbeiter es wirklich geschafft hat, die letzten 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre als Ladendetektiv beim anderen Kunden zum Einsatz zu kommen, dann hat er die notwendige Erfahrung, dann hat er das notwendige Wissen, dann kann der Täter erkennen etc. Weil sie einfach für sich selber nicht definieren können, ich brauche jetzt bitte Qualifikation XY als Ladendetektiv, weil es das einfach nicht gibt, nicht standardisiert gibt. Und das werden sie in ganz, ganz vielen anderen Bereichen ebenfalls finden, auch im Veranstaltungsbereich zu sagen, ich brauche eine Qualifikation Veranstaltungssicherheitsdienst. Das gibt es nicht, das gibt es immer nur Annäherungswerte, die irgendwo über die Erfahrung kommen und von daher auch hier dieser Tipp einfach zu sagen, okay, wenn Sie es machen können, das hängt immer wieder auch vom Volumina etc. ab, dann definieren Sie doch einfach die Erfahrung, die der Mitarbeiter, der bei Ihnen in Ihrem Bereich zum Einsatz kommen soll, bereits bei anderen Unternehmen gesammelt hat. Und Sie müssen sich Gedanken darüber machen, wie Sie möglicherweise eine Führungsstruktur aufbauen wollen, sehen wollen oder eine Kompetenzbündelung. Brauche ich an jeder Stelle, die ich möglicherweise ausschreibe, wirklich den hochqualifizierten Mitarbeiter? Derjenige, der über eine Fachkompetenz, die er im Rahmen eines staatlich anerkannten Ausbildung, Fachkraft für Schutz und Sicherheit oder für eine IHK-anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung erworben hat.
Oder reicht das nicht, wie man das vielleicht aus der Pflege kennt, dass sie praktisch eine Hilfskraft, eine Person nach 34a-Qualifikation oder mit 34a-Qualifikation haben, die dann aber geführt werden von jemandem, der Fachkraft ist? Benötigen Sie an jeder Funktion die Fachkompetenz? Welche Funktionen benötigen Sie überhaupt und mit welcher Funktion müssen Sie eigentlich als Auftraggeber sprechen? Hier der Hinweis, Achtung, kurz im rechtlichen Bereich, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, verdeckte Arbeitnehmerüberlassung, immer ein großes Risiko. Das kriegen Sie aber mit einer guten Führungsstruktur auch bewältigt. Wenn Sie sich vorstellen, im Rahmen, in der Vorbereitung einer Ausschreibung oder einer Vergabe, an welcher Stelle müssen Sie eigentlich mit wem reden? Gibt es den Bedarf, dass Sie einem Objektleiter, einem Sicherheitsmitarbeiter eine direkte Anweisung geben müssen, die außerhalb des vom AIG gedeckelten Bereich Notfallmanagement, Krisenmanagement etc. gedeckt sind, die eine gewisse Regelmäßigkeit verlangen, dann müssen Sie gucken, wie Sie sich das aufbauen. Und bündeln Sie Kompetenzen. Wenn Sie beispielsweise Positionen haben, wo es um die alleinige Bewachung eines Notausgangs gibt, fragen Sie sich, hinterfragen Sie sich, benötigen Sie tatsächlich hier eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit, unterfordern Sie diese Fachkraft nicht. Aber macht es vielleicht nicht Sinn, einen Kontrollmechanismus zu implementieren, dass Sie sagen, okay, wenn ich in meinem Veranstaltungsgelände 10 Notausgänge habe, die durch klassische Sicherheitsmitarbeiter mit der Grundqualifikation gesichert werden, überwacht werden, kontrolliert werden. Macht das aber nicht vielleicht Sinn, weil diese Notausgänge so eine enorme Bedeutung haben, dass ich sage, ich benötige hier einen Abschnittsleiter Notausgänge und der muss folgende Qualifikation haben, damit er ein bestimmtes Verständnis davon hat, was da für Risiken entstehen, wenn die Dienstleistung fehlerhaft erbracht wird, was da für Gefahren entstehen und wie man diesen Gefahren begegnen kann. Und dann kommen wir an den Punkt Qualitätsstandards. Und ich mache mich hier an dieser Stelle möglicherweise bei den Dienstleistern unbeliebt. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, in einer Ausschreibung, in einer Vergabe mir anzuschauen, welche Stufen ich brauche. Und Qualität von Sicherheitsdienstleistern hängt bei mir auch ganz stark davon ab, wie und welches Risiko ich sehe. Wenn ich ein geringes Risiko sehe, und da haben wir manchmal wirklich einfach Positionen, die vielleicht von Versicherungen gefordert werden, um den Versicherungsschutz zu gewährleisten, oder die einfach da sind, weil sie vielleicht besetzt müssen oder Substitute darstellen, weil eine Technik ausgefallen ist, etc. Ich kenne es beispielsweise so, es gibt Positionen im Veranstaltungsbereich hier in Berlin, große Arenen, wo sie wirklich extrem viel Personal im Einsatz haben, wo es einfach darum geht, dass jemand vor der Mitarbeiterumkleide sitzt und eben tatsächlich nur Mitarbeiter des Unternehmens XY reinlässt. Und dann müssen Sie sich fragen, brauchen Sie dort einen hohen Qualitätsstandard, den Sie natürlich im Rahmen Ihrer Ausschreibung definieren? Oder reicht das nicht möglicherweise aus, weil das Risiko, das vielleicht dort daraus entsteht, dass die Dienstleistung schlecht oder mangelhaft erbracht wird, doch relativ gering ist. Und das hängt nicht nur davon ab, was daraus für ein Schaden entsteht, also in Negativform gesprochen, welchen Schutzbedarf Sie haben, welche Aufgabe zu erfüllen ist, sondern es hängt auch ganz, ganz stark davon ab, welche Philosophie das Unternehmen, der Bereich, die Veranstaltung etc. verfolgt. Wenn wir über geringem Risiko sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Positionen, wo Sie ein mittleres und ein sehr hohes Risiko irgendwo erhaben, wenn diese Dienstleistung nicht qualitativ hochwertig erbracht wird. Wo Sie wirklich auch Geld in die Hand nehmen müssen, weil Sie sagen, ich muss hier einen Standard setzen, der durch meine Ausschreibung, durch die Anforderungen an Qualifikation, an Nachweisen etc. zu erfüllen ist, über
den Low-Budget-Bereich hinausgeht. Das kann ein guter, solider Standard sein, hier Mittelmaß und das gar nicht abwertend gemeint, wo Sie eine gute, seriöse, professionelle, aber verantwortungsvolle Dienstleistung erhalten. Es kann aber eben sein, dass Sie eben auch Bereiche haben, wo Sie wirklich High-Class Fort Knox Security brauchen. Weil das Ergebnis, was aus einer fehlerhaften Sicherheitsdienstleistung erfolgt, ein hohes Risiko für Ihr Unternehmen birgt. Und ich habe mir hier mal rausgeschrieben, Jahreshauptversammlung, wenn ich mir daran denke, was Sie dort für Anforderungen auch letztendlich haben, beispielsweise in die Aktionärs ein- und auschecken etc., da darf Ihnen auch am hintersten Notausgang kein Fehler passieren. Und das muss ich Ihnen nicht näher erklären. Jeder, der mir eine Jahreshauptversammlung mitgemacht hat oder konzeptioniert hat, der weiß, dass es dort einen gewissen Tourismus auch gibt, der auf Fehlersuche ist. Und da haben Sie bestimmte Bereiche, die auch in Anführungsstrichen kontrolliert werden von solchen Personen, um dort gegebenenfalls einen monetären Schaden zumindest zu erreichen. Und da brauchen Sie wirklich an jeder Stelle einen hochklassige professionelle Dienstleistung, weil diese Sicherheitsdienstleistung einen Einfluss auf Ihre Kernprozesse nimmt, einen monetären Output hat, der auch mündet in rechtlichen Konsequenzen. Und Sicherheit bedeutet Vertrauen, und Vertrauen kriege ich auch nur dadurch hin, dass ich qualitativ hochwertige Anbieter habe, auf die ich mich in dem Moment verlassen muss, weil Sicherheitsdienstleistung auszuschreiben auch bedeutet, einen gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Aber Ausschreibung und Outsourcen bedeutet auch immer, dass Sie Ihren eigenen Kontrollaufwand reduzieren wollen. Und das müssen Sie sich einfach an dieser Stelle bewusst machen. Low Budget, High Class Security. Und auch diese Fragestellung können wir letztendlich eine ganze Folge machen. Und ich mache an dieser Stelle mal ein bisschen Werbung dafür. Wir haben eine eigene Podcast-Folge. Ich betreibe eine Podcast-Serie. Da haben wir darüber mal wirklich 1,5 Stunden diskutiert. Qualität versus Preis. Und ich habe Ihnen mal hier ein paar Kommentare mitgebracht, anonymisiert, die genau das Ergebnis sind, wenn irgendwo was schlecht läuft, das sofort auf den Preis zu münzen. Das sind nicht nur Beispiele aus dem Bereich Veranstaltungssicherheit. Das sind auch andere Themenfelder. Aber es ist ein Beitrag gewesen, wo es um vermeintliches Versagen geht. Und wir haben ganz schnell, und deshalb muss ich an dieser Stelle kurz darauf eingehen und Ihnen meine Meinung zumindest dazu sagen, die Diskussion, wenn eine Schlechtleistung, wenn etwas passiert, dass sofort das Argument kommt, naja, die kaufen doch sowieso nur den Billigen ein. Die Frage ist, ist das tatsächlich so? So. Wir haben gesagt, Wirtschaftlichkeit. Wirtschaftlichkeit bedeutet nicht mehr, das billigste Angebot zu nehmen, aber es kann genauso bedeuten, dass Sie einen Kompromiss schließen müssen. Sie müssen einen Kompromiss schließen von etwas, was Sie nur sehr vage beschreiben können. Risiken können Sie, vor allem wenn Sie in der Zukunft liegen, weil Sie etwas verhindern wollen, können Sie nur sehr vage beschreiben. Auch Messbarkeiten herzustellen, zu sagen, wie hoch hat ein präventiver Faktor überhaupt einen Einfluss. Aber Sie wollen einen größtmöglichen Gesamtvorteil erreichen. Und ich bleibe dabei, machen Sie sich bei Ausschreibungen, mit denen Sie zusammenarbeiten in Vorbereitung von Ausschreibungen, machen Sie sich bewusst, und deshalb steht das hier fett umrandet, Sie reden hier von Schutz, von Leben und Eigentum. Das heißt, beschäftigen Sie sich mit diesen Themen und suchen Sie sich nicht den billigsten Anbieter raus, der Ihnen sonst irgendwas verspricht. Suchen Sie sich auch nicht den teuersten aus, der Ihnen sonst irgendwas verspricht. Sicherheit bedarf, und dann kommen wir raus aus dieser Diskussion Qualität versus Preis, bedarf einem vernünftigen Kompromiss beider Aspekte. Was bedeutet, wenn Sie den billigsten nehmen? Natürlich, Beeinträchtigung der Vertragserfüllung ist möglich. Wettbewerbsverstöße, Nichteinhaltung von Gesetzen, Gewerberecht, Mindestlohn, Arbeitsrecht.
Wir haben eine Grundbasis, wir haben einen Tariflohn, wir machen nicht mehr wie vor 10 Jahren die Löhne Pi mal Daumen, sondern wir haben allgemein verbindliche Tarifverträge im Bewachungsgewerbe. Das heißt, Sie haben eine Mindestabsprungbasis, von dem Sie davon ausgehen, dass das Unternehmen Ihnen etwas anbieten kann, weil es wirtschaftlich arbeitet. Bedeutet, bin ich aber jetzt gleich schlecht und da kann ich Ihnen nur die eindeutige Antwort geben, jein. Denn kurz abschweifend in den betriebswirtschaftlichen Bereich, eine Dienstleistung verursacht fixe und variable Kosten. Das heißt, wie sich ein Preis gestaltet, hängt auch von der Individualität des Unternehmens ab. Sie haben möglicherweise einen kleineren Overhead als eine Holding oder ein Großkonzern. Sie haben möglicherweise es mit einem Sicherheitsdienstleister zu tun, der eine Prozessoptimierung vorgenommen hat und wirklich günstig anbieten kann. Aber es kann eben auch sein, dass viele sehr hochpreisige Aufträge, die dieser Dienstleister parallel hat, so viel Spielraum bietet für einen Auftrag, den er unbedingt haben möchte und somit quersubventioniert und im Durchschnitt auf einem durchschnittlichen Marktpreis kommt. Von daher, jein, Preis kann einen Einfluss auf die Qualität haben, muss es aber nicht unbedingt, weil es unglaublich viele andere Faktoren gibt, die darauf einen Einfluss haben können. Und wenn Sie an dieser Stelle den Tipp und die kurze Empfehlung zur Eigenwerbung, wenn Sie Interesse daran haben, etwas tiefer einzusteigen, dann können Sie auf den klassischen Podcast-Plattformen oder auch bei YouTube nach den Sicherheitsphilosophen suchen und dort finden Sie eine ganze Sonderfolge, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt hat, die auch unterschiedliche Aspekte betrachtet. Warum spielt aber der Preis trotzdem eine Rolle? Und ich komme wieder zurück auf meine letzte Ausschreibung, weil es da einfach so viele Faktoren gab, mit denen ich Ihnen dieses Dilemma praktisch nahebringen kann. Natürlich führen Sie in den seltensten Fällen eine Vergabe und eine Ausschreibung selber durch. Vor allem, wenn es um Größenordnung, langfristige Verträge sind, da haben Sie vielleicht möglicherweise einen Einkauf, ein Controlling oder sonstige Finanzabteilung in Ihrem Unternehmen oder in Ihrem Aufgabenbereich. Und Sie werden dort haben, Sie werden dort Leute haben, die betriebswirtschaftlich, das ist deren Aufgabe, auf Preise zu gucken und tatsächlich auch den günstigsten Preis in der Wirtschaftlichkeit zu bekommen. Immer in der Abhängigkeit der Frage, wird auch dort Wirtschaftlichkeit als billigstes Angebot genommen oder wird Wirtschaftlichkeit dort auch verstanden zu sagen, wir haben dort eine Abwägung. Wenn Sie aber in der Position sind, fachliche Anforderungen zu schreiben, und so habe ich das in der letzten Runde gemacht, dann können Sie, um dieses Dilemma zu entgehen, können Sie objektive Anforderungen benennen, die ihren Qualitätsstandard definieren. Das heißt, sie können die Anforderungen dermaßen hochschrauben mit Kontrollmöglichkeiten, dass das auch bereits im Ausschreibungsverfahren, aber auch danach in die Überprüfung geht, mit der These, wenn alle Bewerber die gleichen hohen qualitativen Anforderungen erfüllen müssen, dann wird der Preis irgendwann zweitrangig, weil der Preis bildet sich allein schon aus den Anforderungen. Nämlich, dass Sie sagen, Sie definieren einen hohen Standard und alle Unternehmen, die in der zweiten oder dritten Runde diesen hohen Standard erfüllen, da ist es erstmal zweitrangig, was für einen Preis die aufrufen. Und dann müssen Sie auch nicht mehr in die Diskussion gehen mit Ihrem Einkauf etc. Warum wollen Sie denjenigen haben, der 5 Cent pro Stunde teurer ist? 1 € pro Stunde teurer ist. Das ist es an dieser Stelle egal, wenn Ihre Anforderungen so eindeutig strukturiert und so qualitativ hochwertig definiert sind. Dann erfüllen nämlich alle Anbieter, die in dem Endverfahren drin sind, die gleichen Anforderungen, müssen die gleichen Nachweise erbringen und somit ist es egal, ob der eine 5 Cent weniger verlangt oder der andere 50 Cent weniger. Dann können Sie dem Einkaufen Gefallen tun und sagen, alles klar, du, wir nehmen den billigsten und Sie haben eine Win-Win-Situation.
Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie die Einzelbereiche definiert sind, über welchen Qualitätsstandard wir reden und ob die Erfüllbarkeit überhaupt gegeben ist. Aber deshalb, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, wenn Sie nur hingehen und sagen, ich möchte einen Sicherheitsmitarbeiter haben und ihm bietet jemand, dann kommen Sie an, dann kommen Sie genau in diesen Punkt. Warum der eine, wo Sie vielleicht sagen, okay, tolle Dienstkleidung, macht einen professionellen Eindruck, verlangt 50 Cent mehr und der andere kommt in der klassischen schwarzen Security-Uniform und verlangt aber 50 Cent weniger. Und dann können Sie gar nicht begründen, warum Sie sagen, dass Sie denjenigen haben wollen, der einen professionellen, seriöseren Eindruck hat, gegenüber dem anderen, da gehen Sie in den Einkauf, in die Diskussion. Und da werden Sie höchstwahrscheinlich verlieren, wenn Sie keine guten Argumente haben. Deshalb, wenn Sie in der Ausschreibung in der Lage sind und die Möglichkeit haben, fachliche Anforderungen zu definieren, dann formulieren Sie sie so konkret wie möglich, um die Basis zu schaffen. Und dann kann eben auch beispielsweise eine objektive Anforderung sein, saubere Dienstkleidung, professionelles Auftreten in dieser und diesem Form etc. Und dann, wenn Sie das alles erfüllen und über Ihren Haken ansetzen, und dann haben Sie noch irgendwo möglicherweise Anbieter, die eben aufgrund der zuvor genannten Aspekte, weil sie einen geringeren Overhead haben oder Prozessoptimierung durchgeführt haben etc., 5 Cent günstiger sind, dann können Sie den auch guten Gewissen nehmen, während Sie vielleicht, wenn Sie nur sagen, ich möchte einen Sicherheitsmitarbeiter, plötzlich Bauchschmerzen bekommen. Und ich habe es eingangs gesagt, wir reden über drei Ebenen, die Sie sich in einer Ausschreibung anschauen sollten, was die Anforderungen geht. Da haben wir Basisanforderungen, da ist es auch vom Prinzip her, glaube ich, relativ egal, ob Sie eine Reinigung ausschreiben, ob Sie eine Sicherheitsdienstleistung ausschreiben etc. Sie haben Gewerbezentralregister, Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt, vom Sozialversicherungsträger etc. Also klassische Basics, die Sie vom Prinzip her bei jeder Vergabe einholen sollten. Genauso auch wie Datenschutz- und Verschwiegenheitserklärungen. Aber dann fängt es an. Gewerbeerlaubnis nach § 34a. Wir haben im Zusammenhang mit Corona ganz unterschiedliche und ganz interessante Themenfelder entdeckt, die sich aufgetan haben, wo man in die Diskussion gegangen ist. Na, ist das überhaupt eine Tätigkeit nach 34a? Brauche ich damit für eine Gewerbeerlaubnis etc.? Und sich auch Unternehmen auf den Markt gedrängt haben, die praktisch in den Bereich Bewachung eingetreten sind, weil es eben eine Grauzone gab. Das heißt, wenn Sie eine Sicherheitsdienstleistung ausschreiben, dann lassen Sie sich die Gewerbeerlaubnis zeigen. Und dort auch noch der nächste Tipp, schauen Sie nach. Es gibt bestimmte Unternehmen, weil es einfach aus einer wirtschaftlichen Perspektive heraus ist, die nicht für alle Bewachungsdienstleistungen eine Erlaubnis haben. Das heißt, sie haben möglicherweise nur eine reine personelle Erlaubnis, keine Alarmaufschaltung etc. etc. Schauen Sie sich an, wofür die Erlaubnis vorliegt und ob diese Erlaubnis überhaupt den Bereich umfasst, den Sie ausschreiben. Auch wenn es nur eine halbherzige Erklärung zur Einhaltung des gesetzlichen bzw. tariflichen Mindestlohns ist, lassen Sie sich diese Erklärung zur Verfügung stellen, unterschrieben zur Verfügung stellen und gegebenenfalls auch die Möglichkeit offen, dass Sie in Lohnabrechnungen von Mitarbeitern auch anonymisiert einschauen müssen. Da müssen wir gucken, wie dort die gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen sind. Haftversicherung, und das habe ich im zweiten Video, Haftpflichtversicherung, Entschuldigung, das habe ich im zweiten Video auch nochmal ausgeführt. Wir haben bestimmte Versicherungshöhen, die in der Haftpflichtversicherung festgeschrieben sind nach der Bewachungsverordnung. Prüfen Sie an dieser Stelle aber, reichen diese Pflichtversicherung, diese Summen, die Sie dort beschrieben haben, für das tatsächliche Risiko, das Sie minimieren wollen durch die private Sicherheitsdienstleister. Reicht das tatsächlich aus oder müssen Sie in bestimmten Bereichen eine Zusatzversicherung, wie beispielsweise eine Umwelt, Pflichtversicherung zum Deckung von Umweltrisiken oder
benötigen sie höhere Deckungssummen in den anderen Bereichen. Und abschließend natürlich auch in den Basisanforderungen, wobei abschließend hier das falsche Wort ist. Ich möchte Ihnen immer wieder mitgeben, das ist keine Checkliste, schauen Sie sich an, was benötigen Sie, ergänzend darüber raus, aber zumindest mal so als groben Umriss und zum Langhangeln dieser Aspekte. Ich lasse mir auch ganz gerne, weil das immer wieder auch eine Frage ist, wie komme ich möglichst nah daran, mir den Umsatzanteil der angefragten Dienstleistung im Verhältnis zu den Umsätzen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres zeigen. Warum ist das so? Ich möchte natürlich einen Dienstleister haben, der sich die Kompetenz, die ich benötige, beispielsweise denken Sie wieder dran, Einzelhandel, Doorman, Ladendetektiv etc. Ich möchte mir diese Kompetenz natürlich mit einkaufen. Und da bringt es mir nichts, wenn ich mir einen Dienstleister aussuche, der in diesem Bereich gar keine Erfahrung hat, vor allem wenn ich die Aufgaben ganz, ganz stark spezifiziere. Wenn ich jemanden habe, der auf dem Bereich Einzelhandel, solche Sicherheitsdienstleister gibt es, die auf den Einzelhandel spezialisiert sind, dann muss ich natürlich fragen, hilft mir dieser Sicherheitsdienst für den Einzelhandel tatsächlich bei Großveranstaltungen? Aber auch umgekehrt, kann ich den Sicherheitsdienst, der auf Großveranstaltungen spezialisiert ist, was sein Kerngeschäft ist, der weiß, wie Behörden ticken, wie Veranstalter ticken, der auch das entsprechende Personal hat dafür, die eine gewisse Kompetenz mitbringen, weil es eben zu ihrem Tagesgeschäft gehört, diese Dienstleistung zu erbringen, hilft mir dieser Dienstleister im Einzelhandel oder im Objektschutz. Und von daher ist das immer ein ganz guter Indikator, zu schauen, wo, in welchem Geschäftsfeld ist dieser Dienstleister unterwegs. Und wenn ich eine Dienstleistung für Veranstaltungen anfrage, ist das nur 2% der Tätigkeit dieses Unternehmens oder ist das 70%? Und Sie merken allein bei dieser großen Spannbreite, wenn Sie die Wahl haben, jemanden, der 70% seines Jahresumsatzes mit Veranstaltungen verdient, dann wird dort eine höhere Kompetenz vorliegen in der Bewältigung Ihrer Veranstaltung. Wenn es nur 2% sind, dann kann der, und ich will hier gar nicht ausschließen und auch gar kein, um hier auch gar kein Fass zu öffnen, der kann natürlich Kompetenz haben, der kann natürlich mit anderen Partnern zusammenarbeiten, die diese Kompetenz haben, aber dann muss er das auf eine andere Art und Weise, diese Kompetenz nachweisen. Und das ist bei 2% beim Jahresvolumen relativ schwierig. Dann haben wir gesagt, wir haben eine zweite Ebene, das sind die erweiterten Anforderungen. Was mache ich da ganz gerne? Es gibt bereits definiert in der aktuellen DIN 77200 bestimmte Verfahren, die schriftlich dokumentiert sein müssen. Das kennen Sie auch in Teilbereichen, das hat sich ja auch viel verändert, in der ISO 9001 beispielsweise im klassischen Qualitätsmanagement. Aber es hilft. Warum hilft Ihnen das? Naja, wenn Sie ein Verfahren, ein Konzept haben, vorgelegt bekommen, wie rekrutiert dieses Unternehmen Personal? Welche Qualifikation, Weiterbildung, wie geht es mit Beschwerden um, wie werden Meldungen dokumentiert und wie wird das Berichtswesen gefertigt? Dann kriegen Sie nicht nur einen Einblick in die Professionalität des Unternehmens, sondern Sie kriegen gleichzeitig auch eine Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit, wenn es dieses Unternehmen wird. Weil Sie haben dann einen Ist- und Soll-Abgleich von dem, was Sie A auf der einen Seite im Ausschreibungsverfahren fordern, aber auch nach der Vergabe nochmal überprüfen können, ob die Erfüllung von dem, was Sie gefordert haben, tatsächlich passiert. Und da bin ich, ohne jetzt hier
schüren zu wollen, dass es kein Vertrauen oder dass man alles kontrollieren muss. Nein, aber am Ende des Tages haben wir vorhin schon über Risiken und Impact, also Auswirkungen gesprochen. Und wenn Sie Qualität in der Sicherheitsdienstleistung haben wollen, dann geht es nicht mehr darum, heutzutage den Mann von A nach B zu verschieben und dorthin zu stellen, sondern dann brauchen Sie einen starken Partner, der seine Prozesse kennt, der weiß, wie die aufgestellt sind und worauf Sie sich verlassen können, um das zu dokumentieren. Ich werde Ihnen nachher auch nochmal sagen, in der letzten, vorletzten Anforderung, nämlich in dem Vergabeverfahren, warum das eine gewisse Relevanz hat. Gehen wir weiter zu Referenzen. Auch davon bin ich ein großer Freund von vergleichbaren Aufträgen, beispielsweise die nicht älter als 5 Jahre sind. Da haben Sie zudem, dass Sie abgleichen können zu dem Umsatzvolumen Ihrer angefragten Tätigkeit, gleichzeitig aber auch noch Referenzunternehmen, wo Sie auch sicherlich anrufen können und auch mal nachfragen können. Wie arbeitet der Dienstleister? Natürlich darf man nicht blauäugig an dieser Stelle sein. Der wird sich schon seine verlässlichen Partner suchen. Der wird sich nicht ein Unternehmen suchen, wo es vielleicht möglicherweise in den vergangenen Jahren Probleme gegeben hat, sondern der wird natürlich jemanden suchen, der einen guten Leumund hat. Aber Sie dürfen auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass Sie ja letztendlich, der andere letztendlich auch, wenn Sie aus derselben Branche kommen, aus dem die Referenz kommt, natürlich auch ein engeres Verhältnis haben. Vielleicht haben Sie Ihr Netzwerk, vielleicht haben Sie Ihre Kontakte und dann einfach auch kriegen Sie eine ehrliche Antwort. Und diese Referenzen sind nicht nur für die Papierlage sinnvoll, sondern, so mache ich das auch ganz gerne, anrufen, Gespräch vereinbaren, nachfragen. Nachfragen nach den Punkten, die Ihnen besonders wichtig sind, die vielleicht aber auch nicht in der Ausschreibung explizit drinstehen, sondern die für Sie Rahmenbedingungen sind, aber der andere Ihnen da möglicherweise Auskunft geben kann. Und, deshalb habe ich gesagt, Qualität und Dienstleistung hat auch immer was mit der Philosophie zu suchen. Sie suchen doch einen Dienstleister, der zu Ihnen passt, zu Ihrem Unternehmen, zu Ihrem Bereich. Und wenn Sie sich gesellschaftlich oder sozial engagieren, dann möchten Sie doch jemanden haben, der eine gleiche Philosophie hat, der sich auch in Projekten beschäftigt, in der Jugendförderung tätig ist, in der Gleichstellung der Geschlechter, Diversitätsstrategien in seinem Unternehmen implementiert hat, aber vielleicht auch im Bereich von politischen Themen tätig ist, beispielsweise sich gegen Recht stellt oder anderen Extremismus verfolgt. Und da können Sie gucken und das ist auch immer ein gutes Argument. Philosophie wird in vielen Unternehmen sehr, sehr hoch angehangen. Und wenn es tatsächlich nachher geht, möglicherweise darum, in dem Endprozess den oder den Dienstleister zu nehmen, dann kriegen Sie wieder. Sie brauchen Hebel in der Diskussion mit dem Einkauf, mit dem Controlling, mit Ihren Partnern aus Ihrem Unternehmen. Und wenn Sie da jemanden haben, wo Sie sagen, der ist klasse, den will ich haben, ja, der kostet vielleicht 10 Cent mehr. Und Sie brauchen auch darüber hinaus Argumente. Und ein Argument kann eben sein, guckt mal, der beteiligt sich in den gleichen Prozessen. Was können wir da noch gemeinsam machen? Das wird auch für unsere Philosophie, wir hängen das doch immer aus, der passt zu uns. Darum geht es eigentlich, jemanden zu suchen, der zu Ihrem Unternehmen passt, der in Ihr Unternehmen integriert werden kann. Und dieses Verständnis haben leider nicht alle Auftraggeber. Es ist aber ungemein wichtig für die Tätigkeit, weil sich dann eben auch der Dienstleister mit Ihnen identifizieren kann. Kennzahlen in den erweiterten Anforderungen sind ein sehr, sehr interessanter Mechanismus. Krankheitsquote, Fluktuation, Altersdurchschnitt, Ausbildungsquoten, Verteilung, männlich, weiblich. Wir müssten hier eigentlich korrekterweise auch noch divers zu stehen haben. Alles das, was ich messen kann, kann ich beschreiben und das kann ich auch fordern. Warum sollte ich das fordern? Weil Sie natürlich sagen,
müssen, sie fangen immer wieder an abzugleichen. Sie haben ein Personal-Recruiting-Konzept erhalten. Sie haben ein Konzept erhalten, wie das Unternehmen, welche Strategien dieses Unternehmen durchführt, um Mitarbeiter zu erhalten, zu halten in dem Unternehmen in einem hart umkämpften Markt. Und dann sehen Sie diese Konzepte, die sehr blumig alles beschreiben und sehen plötzlich eine Fluktuation von 70%, um es mal übertrieben darzustellen. Dann wissen Sie, an einer Stelle stimmt etwas nicht. Dann haben Sie ein Konzept, das gut ist, aber wo ist Ihr Hebel, wenn die Fluktuation 70% beträgt? 70% in der allgemeinen Fluktuation des Unternehmens bedeutet aber auch, dass Sie höchstwahrscheinlich für Ihren eigenen Bereich, vor allem wenn es um lange Ausschreibungen geht, für lange Kooperationen und Partnerschaft, dass Sie die gleiche Fluktuation auch bei den Mitarbeitern haben. Und da sind wir wieder in diesem Themenfeld Kompetenzerhalt und Kompetenzumsetzung. Sie suchen jemanden, Sie suchen einen Dienstleister, der mit seiner Kompetenz Sie unterstützt. Und da ist es dann plötzlich völlig egal, ob das 70% seines Kerngeschäftes sind, diese Dienstleistung, die er Ihnen dort anbietet, wenn am Ende des Tages nur der Geschäftsführer nicht der Fluktuation unterfällt, sondern der Geschäftsführer der einzige ist, der sich in den letzten 2 Jahren nicht verändert hat. Ausbildungsquoten, Krankheitsquoten, das Gleiche. Es sind alles, Sie sind auf der Suche nach Indikatoren, die einen möglichen Standard in der Zukunft beschreiben. Und diese Indikatoren, diese Kennzahlen können Ihnen etwas sagen, wenn Sie sie richtig interpretieren oder durch das Unternehmen interpretieren lassen. Beispiel jetzt auch in den Corona-Zeiten, wenn Sie jetzt nach Corona für beispielsweise 2022 ausschreiben und dann plötzlich Krankheitsquoten sehen, die irgendwo bei 50% liegen. Dann muss das nicht schlecht heißen, und das ist die nächste Sache. Bewerten Sie, ich habe in dem ersten Video gesagt, Lage beurteilen, Sie kriegen eine Information, beurteilen Sie, aber beurteilen Sie diese in einem Kontext. Wenn Sie dann mitbekommen, dass das Unternehmen Ihnen logisch erklären kann, ja, wir hatten im letzten Jahr eine sehr hohe Krankheitsquote, aber warum? Weil wir im letzten Jahr unsere Aufträge, die wir beispielsweise durch die wegfallenden Festivals und Veranstaltungen kompensieren mussten, mit Dienstleistungen in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in wo auch immer ein erhöhtes Ansteckungsrisiko war und wir einfach dadurch viele Mitarbeiter haben, die sehr lange als Verdachtsfall galten und in Quarantäne mussten, dadurch die hohe Krankheitsquote, und das kann durch andere Kennzahlen belegt werden, dann bedeutet diese Krankheitsquote eben nicht oder diese Kennzahl eben nicht, dass es negativ ausgelegt werden muss, sondern in diesem Beispiel, in diesem konkreten Beispiel tatsächlich eigentlich positiv. Da ist jemand, der sich nicht in sein Leid zurückzieht, sondern versucht, Ausfälle zu kompensieren, und das spricht wieder für ein gutes unternehmerisches Handeln. Also bewerten Sie diese Kennzahlen im Kontext, bewerten Sie die nicht für sich, sondern wenn Sie da jemanden haben, der sonst ein gutes Bild erstmal in den objektiven Anforderungen abnimmt, dann hinterfragen Sie das auch. Es gibt bestimmte Abwandlungen, die ich auch ganz gerne gemacht habe, aber die auch immer natürlich relativ schwierig sind. Die müssen natürlich auch, da muss auch ein gewisses Auftragsvolumina dorthinter sein. Sie können Sicherheitskonzepte abfragen. Sie können aber Varianten abfragen. Sie sind doch in einem Unternehmen, wo Sie sagen, okay, nach meinem Schema möchte ich diese Ausschreibung gestalten. Aber blinder Fleck, jahrelang dabei, wir haben das immer schon so gemacht. Warum nicht auch nachfragen und sagen, okay, das ist so die Grundausbildung, geben Sie uns doch ein Konzept, geben Sie Optimierungsbedarf mit. Lassen Sie Optimierungen feststellen. Das wird nicht bis ins kleinste Detail sein, aber ein Dienstleister, der sich mit Ihnen beschäftigt, der seine Erfahrung mitbringt, auch aus anderen Bereichen, der kann Sie möglicherweise hier auch überzeugen, bestimmte Sachen anders. Das muss man wieder gucken, ist das möglich im Rahmen einer Vergabe, vor allem wenn sie im öffentlich-rechtlichen Bereich ist oder unter den entsprechenden Hürden liegt. Aber allein diese fachliche Kompetenz irgendwie unter Beweis stellen zu lassen, bietet einen riesigen Vorteil. Nachteil ist natürlich auch die Fragestellung, kommt diese fachliche Kompetenz tatsächlich vom Anbieter? Oder ist das nicht letztendlich jemand, wo er sich einen Partner dazu geholt hat, um in dieser Ausschreibung zu überzeugen, der aber zukünftig nicht
mitarbeitet. Und das ist natürlich auch, kann, und das habe ich gesagt, das müssen Sie gucken, wie in Ihrem Ausschreibungsbereich Sie unterwegs sind. Das kann natürlich auch sein, dass es wirtschaftlich unattraktiv ist für eine Ausschreibung, die ein Jahr läuft und Volumina vielleicht von 300.000 Euro hat, dort ein vollständiges Konzept zu schreiben. Und Grenzen und Vergaberecht, auch dazu habe ich was gesagt. Weitere objektive Anforderungen, ganz kurz. Beschreiben Sie, definieren Sie die Anforderungen an Dienstkleidung. Das können Sie, genauso wie Ausrüstung, Technik. Sie müssen davon ausgehen, das wird eingepreist werden, wenn Sie nicht 0815 Standard haben wollen. Aber das wollen Sie eben nicht. Sie wollen ja eine professionelle, hochwertige Dienstleistung haben. Und dazu gehören auch weitere Aspekte, eben wie Dienstleistung, Technik, Funk etc. Und das steht eigentlich als Leitsatz über allem, konkretisieren Sie. Der Auftragnehmer wird das Günstigste aus dieser Ausschreibung heraus für sich interpretieren. Und das ist gar kein Vorwurf, das machen wir auch im Umkehrschluss als Auftraggeber genauso. Und wenn Sie da so Sätze haben wie, der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen Mitarbeitern regelmäßige Schulungen zukommen zu lassen, zudem sind Sprachkenntnisse in Englisch wünschenswert, naja, dann wird Ihnen möglicherweise ein gewiefter Anbieter eben das nicht hinterfragen, weil ja Regelmäßigkeit ja im allgemeinen Sprachgebrauch möglicherweise ein bisschen definiert ist. Sind Sprachkenntnisse in Englisch wünschenswert? Ja, natürlich. Hello, my name is und have a good day sind auch englische Sprachkenntnisse, aber eben nicht im Sprachkenntnislevel vielleicht B2, C1, je nachdem, was Sie wollen. Das heißt, konkretisieren Sie, hinterfragen Sie auch Ihre eigenen Ausschreibungstexte. Was bedeutet Regelmäßigkeit für mich? Was wünsche ich mir? Welche Schulungen sind gewünscht? Welche Sprachlevel benötige ich? Und wünschenswert heißt nicht verpflichten. Das kennen wir auch aus Ausschreibungen für, ich sag mal, klassisch für Bewerber. Im Recruiting-Bereich wünschenswert ist so dieses Gimmick on top, wofür man nicht bezahlen möchte. Aber wir wollen ja auch fair miteinander umgehen. Und das heißt, je konkreter Ihre Vorstellungen definiert sind, desto fairer sind Sie einfach, weil dann auch der Gegenüber, das Unternehmen, einfach damit arbeiten kann, was Sie sich eigentlich wünschen. Und wenn Sie sagen, okay, ich möchte das on top, aber ich möchte es nicht eingepreist haben, weil es am Ende des Tages mir nicht wichtig ist, ja, dann haben Sie auf der einen Seite ein Problem. Es wird Ihnen versprochen, aber es ist ja eben letztendlich nicht eine Anforderungsbedingung und es wird nicht eingepreist und nachher kriegen Sie dann wirklich möglicherweise in dem Bereich eben genau schlechte Sprachkenntnisse, dass jemand guten Tag und auf Wiedersehen sagen kann. Und jemand, der wirklich sagt, okay, ich interpretiere das, weil ich das Unternehmen kenne, weil ich weiß, dieses Unternehmen hat ganz viele englischsprachige Mitarbeiter. Ich sehe da wirklich auch diesen Bedarf, dass das mindestens ein Level B2 sein muss und preist das ein und hat dann einfach keinen Vorteil. Und wollen Sie wirklich jemanden, der bei Ihnen mitdenkt und Bestimmtes interpretiert und Ihnen eigentlich eine professionelle Dienstleistung bringen möchte? Möchten Sie diesem zu einem Nachteil verhelfen? Weitere Anforderungen, auch organisatorische Anforderungen, können Aspekte sein. Ich habe es vorhin gesagt, das Ziel, das über Outsourcing von bestimmten Themen steht, ist ja die Reduzierung der Aufsichtspflichten in der Dienstleistung. Und Sie sollten sich aber mit bestimmten Fragestellungen nichtsdestotrotz beschäftigen. Also, Einsatz von Nachunternehmen. Übrigens, hier müssen Sie Branchenkenntnisse haben, Sie müssen Themen haben. Wenn Sie sagen, ja, ich lasse Einsatz nach Nachunternehmen zu, maximal 70% und ich fordere übrigens vom Dienstleister eine DIN 77200 Zertifizierung, dann weiß der Gegenüber auch, der Auftraggeber ist, der hat keine Ahnung von dem, was er ausschreibt. Warum? Weil, wenn Sie DIN 77200 fordern, dann steht im Teil 3 drin, dann darf vom Anbieter, vom Dienstleister nicht mehr als 50% Nachunternehmeranteil in einer spezifischen Dienstleistung erbracht werden. Das heißt, mit einer Ausschreibung outen Sie sich auch selber. Und wenn Sie dort Fachkompetenz haben und das auch durch die
richtigen Anforderungen belegen können und sich nicht angreifbar machen, dann kann es dazu führen, dass sich diejenigen Dienstleister, die sagen, ich möchte das mal in einem sehr, sehr großen Spektrum interpretieren, dass die dann sagen, okay, da habe ich tatsächlich ein Gegenüber und mit dem schließe ich einen Vertrag an und streite mich 3 Jahre über eine Auslegung von bestimmten Aspekten. Nee, ich mache das mal von vornherein. Und der wird dann auch wissen, wenn diese Fachkompetenz gefordert ist, dass es ihnen am Ende des Tages nicht um den Preis gehen wird. Nachbesetzung, Gestellung von Sicherheitskräften, Mobilisierungsplan und Backups ist auch immer so ein Aspekt. Natürlich planen Sie, das haben wir vorhin gesagt, eine Dienstleistung, die Risiken, die Sie sicherlich im Bereich spezifizieren können. Sie möchten Vandalismus verhindern, Sie möchten dieses, Sie möchten jenes. Aber Sie planen natürlich auch Risiken und Gefahren, die in der Zukunft auftreten können. Und deshalb kann es sein, dass Sie sehr kurzfristig zusätzliches Personal benötigen, weil eben ein Krisenmanagementfall eingetreten ist, weil ein bestimmter Aspekt eingetreten ist, wo Sie jetzt sofort Personal nachbenötigen müssen. Und wenn Sie das reinschreiben, weil Sie das für sich in der Wahrscheinlichkeit, in der Risikobetrachtung sehen, dass dieser Fall eintreten könnte, dann haben Sie nachher einen Hebel, wenn es zu diesem Fall kommt, weil dann können Sie darauf bestehen. Es ist leider so, in der DIN 77-200, in der Version von 2008 waren in der Stufenqualifizierung war das noch festgeschrieben gewesen, wie schnell welche Stufe dort Personal nachzustellen hat. Das haben wir heute nicht mehr. Das heißt, Sie müssen das wissen, dass Sie das heute nicht mehr haben. Und das heißt, Sie müssen das einfordern, wenn Sie den Bedarf dafür sehen. Lassen Sie sich Mitarbeiter anmelden. Lassen Sie sich Praktikanten anmelden, Auszubildende, Werkstudenten. Sie wissen gar nicht, wie hoch die Kreativität bei bestimmten Unternehmen ist. Wir haben ca. 13.000 Offenstellen am Markt. Wir haben eine hohe Konkurrenz. Wir müssen Aufträge erfüllen seitens der Dienstleister. Das heißt, die Kreativität steigert dort, wird dort auch gesteigert, um bestimmte Themen zu erfüllen. Das heißt, lassen Sie sich festschreiben, wen wollen Sie denn dort eigentlich haben? Und es kann ja sein, dass Sie Praktikanten haben, die beispielsweise in der Umschulung sind zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit, die Mindestvoraussetzung nach § 34a mitbringen. Das kann sein, dass Sie sagen, okay, ich fordere für diese Position sowieso nur 34a, der hat die Qualifikation, das ist für mich in Ordnung, dass der dort arbeitet. Das kann aber auch sein, dass Sie sagen, ja, Moment mal, der ist ja von seiner Stellung Praktikant, den möchte ich dort nicht haben, auch wenn er die Mindestanforderungen erbringt. Ich möchte keine Auszubildenden haben, Werkstudenten etc. Heißt also, machen Sie sich bewusst darüber, wollen Sie das. Klassisch Jofix-Termine. Und da spreche ich mal aus Sicht des Dienstleisters, auch der bin ich gewesen, und sage, das ist natürlich auch mit Aufwand verbunden. Das heißt, ich möchte auch als Dienstleister wissen, wie viele Termine, wie viele Planungsgespräche, Abstimmungsgespräche erwarten mich, weil das ein Aufwand ist, der eingepreist wird. Und seien Sie an dieser Stelle so fair und sagen Sie, wenn Sie planen, einen monatlichen Jofix zu haben, um einfach grundsätzlich darüber zu sprechen, dann schreiben Sie das rein, weil das ist nachher auch wieder der Hebel, der berühmte Hebel an dieser Stelle, zu sagen, da können Sie ansetzen, wenn Sie das nicht erfüllen, weil das war Anforderung aus der Ausschreibung und Teil des Leistungsverzeichnisses danach. Berichtswesen, auch immer so eine Thematik, die man in vielen Bereichen aus dem Safety-Bereich aber auch kennt, aber auch Qualitätsmanagement, Controlling etc. Wochen-, Monatsberichte über Dienstausführung, Vorkommnisse. Ich finde das immer ganz sinnvoll, dann, wenn Sie beispielsweise eine Dienstleistung an einem anderen Standort bringen. Ich war beispielsweise für das europäische Security Management eines großen Unternehmens zuständig gewesen und hatte praktisch Dienstleister, die ich zu beauftragen hatte und zu monitoren hatte, von Alicante in Spanien bis Helsinki. Und da können Sie nicht monatlich hinfliegen und dort das überwachen, oder Sie können dort auch nicht in regelmäßigen Abständen eigene Audits machen, sondern da müssen Sie sich darauf verlassen, dass Sie einen Dienstleister haben, der sich selbst überwacht. Sicherlich haben Sie regionale Strukturen und Sie werden auch sicherlich mal ein Audit vielleicht einmal im Jahr durchführen oder einmal im halben Jahr, je nachdem, wie die Anforderungen da sind. Und Sie werden natürlich an den Standorten sein. Aber um einfach auch Ihre Arbeit
sich selber zu entlasten, und das habe ich auch gemacht selber, dass ich weiß, wenn ich dann mit den Standortleitern meines Unternehmens dort Gespräche hatte, dann habe ich mir ein Berichtswesen geben lassen vom Sicherheitsdienstleister, was ist passiert, wo können wir nochmal ansetzen, wo müssen wir die Sicherheit erhöhen. Dienstpläne, auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch immer in Abhängigkeit der Dienstleistung, die Sie beauftragen. Aber Sie wollen doch, dass der richtige Sicherheitsmitarbeiter mit dem richtigen Profil zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Planbarkeit, Transparenz und Vorhersehbarkeit. Und ich glaube, wir sind inzwischen auch so in Abhängigkeit von Fachkräftemangel und anderen Aspekten, dass wir als Unternehmen auch ein bisschen verantwortlich dafür sind, dass die Fluktuationsraten sinken, einfach durch die Erhöhung der Zufriedenheit der operativen Mitarbeiter, auch wenn diese nicht zu unserem Unternehmen gehören. Weil ein zufriedener Mitarbeiter, der dort in Ihrem Objekt gerne arbeitet, dieser Mitarbeiter erbringt auch eine gute Dienstleistung. Und da kann ich auch meinen Beitrag als Auftraggeber leisten und sagen, okay, ich möchte die Planbarkeit in der Dienstplanung haben, die Transparenz, die Vorhersehbarkeit. Ich möchte eine Kommunikation haben mit zentralen persönlichen Ansprechpartnern, der für mich zuständig ist. Wir überschreiten gerade ein bisschen die Zeit, sehe ich, aber ich möchte tatsächlich noch mal auf ein paar Punkte zu sprechen kommen. Lob und Tadel, das ist immer wieder genau diese Fragestellung und die gleiche Thematik, die wir haben, Qualität muss es preisen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, und dafür können Sie mich verurteilen, aber ich bin kein Freund von Belobigung. Warum bin ich das? Ich sage, ich habe den Anspruch an mich selber, dass ich eine Leistungsbeschreibung, eine Dienstleistung so detailliert beschreibe, dass ich tatsächlich einen hohen Standard erhalte. Und wir sind nun mal im Vertragsrecht hier unterwegs, was bedeutet, dass ich einen Vertrag, zu dem dieses Leistungsverzeichnis auch gehört, worauf ich einen Anspruch habe, dass dieser Vertrag entsprechend der vereinbarten Bedingungen erfüllt wird, tatsächlich in der Leistungserfüllung so erbracht wird, wie wir es vereinbart haben. Und wenn, das haben wir jetzt auch in Diskussionen in Flughäfen in NRW beispielsweise gesehen, wo es dann heißt, okay, für die vertragliche Leistungserfüllung im Prozentsatz von 80-90% gibt es Belobigung fürs Unternehmen. Nein, warum? Sie wollen doch eine Dienstleistung haben, die von vornherein Ihren Anforderungen entspricht. Natürlich können Sie darüber nachdenken, und davon bin ich dann wieder ein Freund, dass Sie sagen, okay, wenn Sie wirklich ein gutes Jahr haben, Verträge alle erfüllt, Mitarbeiter sind 100% in der Dienstleistung, die sind motiviert, die machen einen tollen Job, die denken mit, dass Sie dann sagen, okay, dann haben wir eine Leistungserfüllung von über 100% und dann machen wir eine Jahresausschüttung zum Jahresende oder ähnliches. Ich bin aber, und das sage ich Ihnen auch, ein Freund von Pönalen. Auf der einen Seite, genau mit der gleichen Argumentation, ich bestrafe doch am Ende nur etwas, was in der Leistungserfüllung nicht vertraglich vereinbart wird. Das heißt, ich habe doch gar keine Vorverurteilung. Ein Dienstleister, und auch das habe ich schon erlebt, der Pönalen unbedingt auf seinen Vertrag rausgeschrieben haben möchte, den hinterfrage ich tatsächlich, warum denn? Dann muss ja eine gewisse Erwartungshaltung dorthinter sein, diesen Vertrag nicht zu erfüllen. Oder das Risiko, den Vertrag nicht zu erfüllen. Weil natürlich heißt das nicht, jedes Vergehen muss sofort bestraft werden. Wenn der Mitarbeiter, ich sag mal, Sie haben eine Pönale beispielsweise dafür für Dienstantritte, für pünktliche Dienstantritte, und der Mitarbeiter hat 6 Uhr Dienstbeginn, steht um 4 Uhr auf und das kennen wir alle selber. Und der Mitarbeiter merkt um 4 Uhr, boah, der hat eine grottenschlechte Nacht, ist krank und der Dienstleister schafft es erst zu 8, diese Position nachzubesetzen. Dann ist das menschlich, dann müssen wir darüber nicht pönalisieren, dann müssen wir das nicht bestrafen. Sie könnten aber beispielsweise sagen, okay, die Misskommunikation, die nicht transparente und der Versuch, okay, 2 Stunden ist das Objekt unbesetzt in der Hoffnung, der Auftraggeber stellt das nicht fest. Das sind bei mir beispielsweise klassische Aspekte, wo ich Pönalen reinschreiben lasse. Weil ich mir einfach sage, Fehler machen wir alle, wir sind alle menschlich, es gibt einfach Themen, die wir nicht einschätzen können. Aber wenn es Themen gibt, die wir nicht vorhersehen können, dann müssen wir über diese
Themen, die Probleme verursachen, besprechen. Da müssen wir darüber sprechen und da müssen wir offen und partnerschaftlich sprechen. Und wenn tatsächlich jemand dort ist, der nicht mit mir darüber sprechen möchte, dann ist er auch nicht mein Partner und verfehlt somit als Dienstleister das Ziel. Festpreis, wenn wir sowieso bei Preisen sind, Flexibilisierung oder feste Steigerung, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich für Sie ein Vorteil, wenn Sie einen Vertrag ausschreiben für 5 Jahre, dann haben Sie praktisch Ihr Sicherheitsdienstleistungsbudget für die nächsten 5 Jahre festgeschrieben. Sie können aber es ebenfalls haben, dass Sie beispielsweise dann irgendwann an den Punkt kommen, dass Sie bei einer Festschreibung des Budgets zu wenig Budget für eine qualitativ hochwertige Leistung haben. Und da kann ich Ihnen nur mal empfehlen, mal einen Blick darauf zu geben, was sich in den letzten Jahren dort getan hat, was wir für Lohnsteigerung haben. Wenn wir da mal durchschnittlich 5% beispielsweise angesetzt haben, dann würden wir sagen, naja, dann sind wir am Ende des Tages, haben wir zu viel bezahlt. Aber wir hatten Planungssicherheit in unserem Budget, wenn wir 5% Steigerung pro Jahr festgeschrieben haben. Wir können aber auch in das Gegenteil kommen und das sehe ich beispielsweise, und die Zahlen beziehen sich hier auf Berlin-Brandenburg, genau. Wir können aber auch beispielsweise haben, dass wir seit 2009 eine Lohnsteigerung von über 100% haben. Zu Recht an dieser Stelle, aber ein kalkulatives Risiko. Wenn ich überlege, ich habe 2009 als operativer Mitarbeiter angefangen für unter 5,25 Euro die Stunde. Und wir sind jetzt bei 10,70 Euro. Da klingt 100% Lohnsteigerung extrem viel. Aber Sie müssen immer gucken, von wo kommen wir und wo geht es hin. Und das müssen Sie auch schauen, dass Sie das Ihren Controlling, Ihren Zahlenverantwortlichen bewusst machen. Wenn Sie sagen, okay, ich rechne jedes Jahr 6% Lohnsteigerung ein, dann wird Ihr Controller vom Stuhl fallen, weil er sagt, um Gottes Willen 6%, weil er vielleicht in ganz anderen Werten unterwegs ist. Wenn Sie dem aber erzählen, naja, 6% von 10,10 Euro die Stunde auf 10,70 Euro, das sind nur 60 Cent. Um die 60 Cent, also um die 6%, dann sind das ganz andere Größen. Und das müssen Sie wissen, da müssen Sie Branche kennen und da müssen Sie auch die Entwicklung beobachten, weil Sie wollen ja fair sein. Das heißt, es hat alles Vor- und Nachteile. Sie müssen natürlich auch einen rechtlichen Rahmen, wie bei allen Themen, prüfen oder prüfen lassen. Und da müssen Sie ein Gefühl dafür bekommen, ob es sich lohnt, jedes Jahr in die Diskussion zu gehen mit dem Dienstleister. Okay, wir haben jetzt 3,1% Lohnsteigerung, wir bräuchten aber vielleicht 3,5 oder nicht. Oder Sie sagen, Sie nehmen Durchschnittswert und schreiben das fest. Das ist auch ein Teil Geschmackssache, wie sehr Sie diskutieren wollen und ins Detail gehen wollen. So, und dann kommen wir eigentlich aus meiner Sicht, wenn Sie die ganzen Anforderungen definiert haben, eigentlich zu dem wichtigsten Part, nämlich der Dialog. Auch hier immer in Abhängigkeit ein bisschen davon, wie groß das Volumina ist. Ich würde Ihnen aber dringend empfehlen, für egal welche Tätigkeit, auch wenn Sie gar nicht in eine Ausschreibung oder einen Vergabeprozess reingehen, sondern einfach auch kurzfristig eine Dienstleistung sprechen, machen Sie sich einen persönlichen Eindruck von dem Dienstleister. Und da sind wir in dem Punkt, den ich Ihnen angesprochen habe und fett gemarkert habe. Kennen Sie die Branche? Haben Sie Branchenkenntnisse? Warum sollten Sie Branchenkenntnisse haben? Weil Sie die im wettbewerblichen Dialog in der letzten Runde benötigen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Sie haben einen Sicherheitsdienstleister, der ist in NRW tätig und hat dort 100 eigene Mitarbeiter, die vielleicht Ihren Auftrag auch bräuchten. Dann müssen Sie auch mal hinterfragen, Moment mal, der Dienstleister ist nur in NRW tätig, Sie brauchen die Dienstleistung aber in Berlin und haben auch reingeschrieben, dass Sie 70% Eigenleistung fordern und der Dienstleister sichert Ihnen das zu. Wie soll das denn passieren? Also ein bisschen auf der einen Seite logische Erkenntnisse. Der andere Punkt ist, der Bewerber beispielsweise gibt in seinem Personal- oder Recruiting-Konzept an, er wird in Tageszeitungen werben. Und Sie sitzen da und überlegen sich, ja Moment mal, ist das zeitgemäß? Und dann stellen Sie fest, in diesem Personal- und Recruiting-Konzept
dass ihnen dort versprochen wird, sie schaffen das, wir haben keine Personalprobleme, Tageszeitung reicht vollkommen aus. Und dann haben sie die Branchenkenntnisse, weil sie beispielsweise wissen, wir haben zumindest im Bundesverband, aber darüber hinaus offensichtlich deutlich höhere 12.000 bis 13.000 offene Stellen. Und der Bewerber schreibt ihnen, auf der Bewerber als Unternehmen schreibt ihnen ins Recruiting-Konzept, mit Tageszeitungen ist das geschafft, ja, das kriegen wir alles hin, haben wir die letzten 20 Jahre gemacht. Da sollten sie skeptisch werden. Und das brauchen sie einfach, diese Kenntnisse, dass sie wissen, wie steht dieses Konzept im Kontext zur Branche. Und das nur als ein Beispiel, dieses Personal- und Recruiting-Konzept, aber ich glaube, ein sehr plastisches Beispiel. Und da würde ich Ihnen raten, und das habe ich so gemacht, wenn da jemand reinschreibt und ehrlich ist und sagt, wir haben 12.000, 13.000 offene Stellen, wir machen diese und folgende Maßnahmen, ich kann Ihnen aber nicht garantieren, dass wir immer den Mitarbeiter raussuchen, der Ihnen von vornherein auch gefällt, weil der Markt einfach hart umkämpft ist. Dieser Dienstleister ist ehrlich zu Ihnen und dieser Dienstleister hat es verdient, dass er einen Pluspunkt mehr bekommt in der Bewertung. Schulungskonzept, warum Schulungskonzept? Und das können Sie bei allen Konzepten, die Sie haben wollen, machen. Natürlich ist es schön, wenn Sie dort einen Dienstleister haben, der mit Akademien zusammenarbeitet. Die Frage ist aber einfach, ist der nicht möglicherweise, und das haben wir auch in der Branche, Durchlauferzählzer fürs Jobcenter. Und dann können Sie hinterfragen, Sie sagen, Sie suchen Mitarbeiter mit mindestens 5 Jahren praktischer Erfahrung in diesem jeden Bereich. Und der Dienstleister sagt Ihnen, ja, machen wir alles super, wir haben sogar eine Akademie und dort wird auch noch zu Ihren Anforderungen an die Erfahrung auch die Mitarbeiter geschult. Und Sie stellen fest, dass das Hauptwerbemerkmal auf der Homepage beispielsweise des Dienstleisters ist, dass er damit wirbt, dass Sie dort auch praktisch mit Bildungsgutschein des Jobcenters arbeiten. Und das Gleiche ist, das finden Sie hier unten auch, wir haben ganz wenig Qualifikationen und Themen, die gesetzlich definiert sind, die aber auch in den IHK-Prüfungsordnungen definiert sind. Und da müssen Sie einfach wissen, was es auf dem Markt gibt, was Sie fordern können und was Ihnen der Dienstleister anbietet. Und wenn ich hier Beispiele lese, wie Security-Fachkraft für Schutz und Sicherheit, großer Security-Schein etc., dann ist das Schwachsinn, dann hat sich eine Akademie, ein Dienstleister was rausgesucht, was eine Grundqualifikation im nächsten Blick drin ist, wo es einfach nur die Unterrichtung oder die Sachkundeprüfung ist, die man aufgehübscht hat. Das müssen Sie aber wissen, wenn Sie an bestimmter Stelle sagen, Sie fordern eine Fachkraft für Schutz und Sicherheit und Ihnen jemand eine Security-Fachkraft für Schutz und Sicherheit anbietet, dann sind das unterschiedliche Qualifikationen und die müssen Sie hinterfragen im wettbewerblichen Dialog. Genauso wie Sie sich auch Kalkulationen erläutern lassen können, wie die Preisbildung ist, ich habe es vorhin gesagt, Preis versus Qualität, das ist nicht immer für mich eine Kausalität, die sich herleiten lässt. Aber es gibt eben bestimmte Ansätze beispielsweise oder Empfehlungen vom Zoll, wo es darum geht, dass man sagt, okay, eine Wirtschaftlichkeit ist erreicht, beispielsweise, wenn auf die Lohnkosten 60% aufgeschlagen werden. Wenn da jemand mit 55%, übrigens auch eine Empfehlung, dass sie für sich zumindest nachher in der Preisbewertung gucken, wie hoch die Aufschläge sind und das auch bewerten in der Punktevergabe für ein Unternehmen, wie das ist. Und wenn da jemand kommt und sagt, er bietet, der alles erfüllt von den objektiven Anforderungen und hat einen 30%igen Aufschlag, dann können Sie auch das mal hinterfragen, wie er zu dieser Preisbildung kommt. Ich bin genauso ein großer Fan der Vorstellung von Mitarbeitern und deren Lebensläufe, gerne auch persönliche Vorstellungen. Da sind wir in vielen Bereichen auch wieder im High-Risk, High-Security-Bereich. Sie müssen aber einstufen können, die Qualität der Mitarbeiter. Das ist für bestimmte Hochrisikostandorte oder Hochrisikoeinsatzgebiete geboten aus meiner Sicht, aber es schadet auch nicht, wenn Sie ein Gesicht zu den Lebensläufen bekommen. Unterhalten Sie sich mit Mitarbeitern, aber auch mit Ihren Referenzpersonen über Beschäftigungsbedingungen und, da sind wir auch an dem wichtigen Punkt, recherchieren Sie zu Unternehmen. Welche weiteren Dienstleistungen werden angeboten? Gibt es eine klare Trennung zwischen den Geschäftsbereichen oder ist das hier mal ein bisschen flapsig ausgedrückt, aber das ist auch keine Seltenheit. Sie schreiben Reinigung und Bewachung gleichzeitig aus,
Das gleiche Unternehmen bewirbt sich darauf und sie stellen nachher bei der Vergabe fest, auch das schon alles erlebt. Morgens reinigt der Mitarbeiter das Klo von 5 bis 6 Uhr und ist dann von 6 bis 14 Uhr in der Bewachung und dreht dann von 14 bis 16 Uhr nochmal seine Runde als Reinigungskraft. Wollen Sie das? Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich lasse die Frage offen, aber das sollten Sie machen. Sie sollten sich damit beschäftigen. Und genauso müssen Sie sich damit beschäftigen, auch über die Bewerber, die Ihnen dort angeboten werden. Und wir haben heutzutage gute Tools, wir haben wichtige Tools, intensive Tools, Google, Twitter etc. Schauen Sie mal nach, was über diese Dienstleister geschrieben wird. Und da sind Sie vielen auch voran, wenn Sie sich beispielsweise aus dem letzten Jahr die Themen anschauen, wie beispielsweise KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, wo dann nachher ein Sicherheitsdienstleister zum Einsatz kam, dessen Namen man in der leichten Recherche bei Google im Zusammenhang mit der Cottbusser Neonazi-Szene hätte feststellen können und finden können. Das heißt, Sie haben auch eine Verantwortung dafür und das ist das, was ich Ihnen auch mitgeben möchte als Botschaft hier. Nicht raus und weg und Haken dran, Dienstleistung ausgegeben, sondern Sie haben eine Verantwortung, weil Sie nachher derjenige sind, der das auch letztendlich gegenüber der Geschäftsführung Ihres Vorstands zu verantworten hat. Die Vergabe ganz kurz darauf eingehen, da gibt es unterschiedliche Tools und Möglichkeiten. Ich habe hier mal 3 Schritte zum Ziel. Gewichten Sie im Vorfeld trotzdem Qualität und Preis. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie hohe Standards definieren, dann können Sie ganz gerne auch auf Qualitätsaspekte verzichten. Da kann der Preis im Vordergrund stehen, weil Sie eine Basisanforderung definiert haben. Gewichten Sie Qualitätskriterien im zweiten Schritt an den Anforderungen. Wenn Sie sagen, Sie haben bestimmte Aspekte, die Ihnen besonders wichtig sind, wie beispielsweise ein Personalrecruiting, dann können Sie das Konzept auch entsprechend hoch bewerten, das dann immer natürlich im Zusammenhang mit der Gewichtung steht. Und kommen Sie dann nachher in der Preisbewertung, wo es dann auch dazu gibt, zu sagen, okay, niedrigster bis höchster Preis, Anforderung erfüllt am Ende. Vergabe, und das sage ich Ihnen auch ganz ehrlich, bedeutet nicht, dass wir damit bei einer Beendigung, beim klaren Cut der Vergabeprozesse sind. Sie gehen in die Einweisung, Sie müssen die Einweisung kontrollieren, überwachen und Sie haben bestimmte Themen, die ich Ihnen wirklich empfehlen würde, nach der Auftragsvergabe. Und der wichtigste ist, Sie sind ab sofort Partner. Und das kann ich Ihnen als Security Manager sagen, aus eigener Erfahrung. Sie können, wenn der Dienstleister Mist baut, geht es nicht darum, dass derjenige, der Standortleiter, Verantwortlicher, Betriebsleiter, Produktionsleiter oder sonst irgendwas ist, der sieht Sie als Einheit. Weil Sie haben ihm ja schließlich gesagt, welche Anforderungen er an den Dienstleister schreiben muss, aus dem Security Management heraus. Das heißt, die Probleme des Dienstleisters sind auch Ihre Probleme. Das Spiel fällt auf Sie zurück, weil Sie sind eine Security-Abteilung. Das heißt, Sie müssen gucken, dass Sie, auch wenn es darum geht, um Fehlleistungen denen entgegenzuwirken, da reicht es nicht, den schwarzen Peter und darauf zu zeigen, ja, der Dienstleister und die Dienstleisterin, ich fordere hier mal Pönalen ab. Ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung, das interessiert denjenigen, der mit diesen Fehlern zu arbeiten hat im operativen Geschäft, das interessiert den nicht. Der möchte, dass diese Dienstleistung erfüllt wird und der erwartet dann von Ihnen, dass Sie Ihrem Partner, Ihrem Sicherheitsdienstleister die entsprechenden Mechanismen an die Hand geben. Fordern Sie vertragliche Verpflichtungen ein. Wie können Sie das machen? Beispielsweise Audits nach Dienstannahme, Zwischenaudits, so Fixtermine, überprüfen, ob die Vertragsbedingungen erfüllt sind. Andere Bereiche, Mystery Check kennt man beispielsweise aus dem Einzelhandel oder ähnliches, aber Mystery Check ist auch aus meiner Sicht auf andere Bereiche zu übertragen, wenn Sie Empfangsdienst haben. Warum nicht einmal einen Fake-Mitarbeiter hinschicken oder Fake-Gast hinschicken, der praktisch auch ein bisschen anstrengend ist, der bestimmte Kriterien von Ihnen erhält, um das zu überprüfen. Oder bei Veranstaltungsdienstleistungen, warum nicht einfach auch mal, wenn Sie dort langfristige Partner haben, jemanden reinschicken, der am Körper
irgendwas hat, was er nicht mitführen darf, ein Messer oder ähnliches, wird das Messer gefunden? Wie geht der Mitarbeiter mit Konfliktsituationen an? Also schaffen sie für sich selber eine Basis dafür, dass sie auch regelmäßig überprüfen, dass die Dienstleistung in dem Standard, den sie erfüllt haben wollen, auch erbracht wird. Und ich sage Ihnen das auch nochmal aus der Erfahrung als Auftraggeber, wenn sie dem nicht hinterher sind, und da sind wir wie in allen anderen Bereichen, Kindererziehung, Tieren, Hunde etc., sie schleicht sich ein, wenn sie es nicht erwarten, wenn sie der Dienstleister auch merkt, dass sie nicht hinterher sind, nicht nur bei der fachlichen Kompetenz, sondern nicht hinterher sind und man ihnen zu viel Spielraum, da sind wir alles Menschen, dann werden diese Spielräume ausgenutzt. Sorgen Sie für ein partnerschaftliches Verhältnis, auch im Zusammenhang mit einer entsprechenden Fehlerkultur, und fordern Sie dort Ihre vertraglichen Verpflichtungen ein. Ich kann Ihnen, das haben Sie in den Quellenangaben ab und zu gesehen, ein bisschen Literatur, Nachschlageempfehlungen geben, wenn Sie sagen, das hat Ihnen jetzt nicht ausgereicht. Natürlich stehe ich Ihnen auch persönlich mit meinen Kontaktdaten zur Verfügung. Die werden Sie auch gleich nochmal sehen. Sie finden mich auf Twitter, Instagram, Facebook, per Mail, WhatsApp, wo auch immer. Ich kann Ihnen empfehlen, dieses Nachschlagewerk, das finden Sie auch gratis als PDF, wenn Sie den Titel googeln. Ansonsten wenig spezifische Literatur für private Sicherheitsdienstleistungen. Aber am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, die ich Ihnen hier mitgeben kann, kennen Sie die rechtlichen Grundlagenverpflichtungen, kennen Sie die Dienstleistung, die Sie haben wollen, und dann ist Ihnen schon 70% damit geholfen. Wenn Sie dann den Markt noch kennen und andere Themenbereiche, dann sind Sie irgendwo bei 99% und dann haben Sie nur noch ein gewisses Restrisiko, was dort passiert. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass Sie ein bisschen was mitnehmen konnten, freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Nachrichten und kommen Sie gerne auch auf mich zu, wenn Sie hier weitergehende Unterstützung benötigen. Bleiben Sie gesund in diesen schwierigen Zeiten und bis dahin oder bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute.